Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt schon richtig gelesen, ja, wir mussten es unbedingt tun. Er konnte es nicht warten lassen. Wir haben die Bestätigung bekommen. Wir dürfen sie einbauen. Also werden wir das tun und zwar nach unserem Intro. Wie ihr das im Thumbnail ja schon gesehen habt, Osram hat es endlich veröffentlicht. Die Osram, jetzt hat er das wieder mehr weggenommen, ich glaub's auch nicht. Die Nightbreaker LED, ich weiß auch gar nicht, wie die Dinger heißen, ja. Wurden am Freitag veröffentlicht, beziehungsweise gibt es ja schon eine ganze Weile. Für mein Polo hätten wir die dann auch schon längst haben können. Ja. Aber für den Citroën Jumper, für den Peugeot Boxster und für den Fiat Ducato gab es die nicht. Bis es Freitag war und dadurch, dass der Mann so der mal steil abgeht über LED-Licht und das günstiger ist als die anderen Variationen, die es auf dem Markt gibt, wollen wir jetzt natürlich diese Osram-Leuchten verbauen. Und ganz wichtig, sie sind selbst bezahlt. Es ist kein Sponsoring von irgendjemandem. Er wollte LED-Licht und wir hätten sonst was bezahlen müssen, um andere Variationen zu kriegen. Genau, wir kennen es ja auch aus unserem vorigen Wagen und von daher, da ist das Original ab Werk verbaut gewesen. Das ist natürlich mega gut gewesen und jetzt auf Halogenlicht zu wechseln, ist natürlich schon, naja, für den einen oder anderen vielleicht egal, aber für mich nicht unbedingt. Und ich finde das gelbe Licht sehr ermüdend. Diese knappe 28 Tagen aus dem Kopf rauszuziehen, werden wir jetzt ganz schnell die Nightbreaker verbauen. Wenn ihr die Dinger selber einbauen wollt, dann braucht ihr ein bisschen Werkzeug. Denn wir haben uns entschieden dafür, dass wir die Scheinwerfer rausnehmen. Wir haben einmal hier oben eine Schraube, das ist eine 14er Nuss. Und wir haben hier eine Torque-Schraube, und zwar ist das ein T27, der passt da ganz gut drauf. Und dann kann man die Dinger einfach rausschrauben und den Scheinwerfer nach vorne hinwegnehmen. Denn es ist doch ein bisschen doof, hier hinten ranzukommen. Wir müssen einmal an diese Klappe ran und einmal an diese Klappe ran und da ist dann doch der Wasserbehälter und so weiter vor. Andere Seite würde wahrscheinlich gehen, aber auch dort ist es einfacher, schnell den Scheinwerfer raus und gut ist es. Ja, ich schraube den jetzt raus und dann gucken wir weiter. Den Scheinwerfer dann nach rechts ein wenig bewegen und schon kann man den rausnehmen. Ja, und dann hat man im Prinzip schon die bessere Wahl, an diese ganzen Dinges ranzukommen. Hier sind einfach nur Kappen drauf gedreht, das ist relativ einfach gemacht. Das ist einmal Abblendlicht und einmal Fernlicht und dann kann man die Lampe auch einfach so herausziehen, also erstmal den Stecker und die lässt sich dann einfach relativ einfach nach hinten rausziehen und dann hat man sie schon in der Hand. Und die neue Lampe, die wird einfach reingesteckt, zeige ich euch gleich, ich muss den Scheinwerfer einmal kurz ablegen. Auch das Einsetzen der Teile ist relativ einfach, man braucht die bloß an der richtigen Position, nämlich mit dem Dingens hier nach oben. Muss das Ganze nur wieder eingesetzt werden. Das klickt einmal und dann ist das schon drinne. Jetzt heißt das noch die beiden verbinden und dann das Kabel hier aufrollen, dort reinlegen, so dass das schön vertüttelt ist und dann halt natürlich den Deckel wieder drauf. Wir haben uns die Osram-Leuchten doppelt gekauft. Das hat auch einen Grund, weil wir nämlich das fürs Fernlicht und fürs Abblendlicht benutzen. Osram hat das ein bisschen doof gemacht, ehrlich gesagt, denn sie schreiben auf der Internetseite, also die ABE kann man sich erst runterladen, wenn man die Packung hat, aber sie schreiben auf der Internetseite, dass es fürs Fernlicht als auch für das Abblendlicht zugelassen ist. Somit habe ich dann zwei Stück gekauft und verbaue die dann dementsprechend auch. Ja, und fürs Fernlicht geht es genau das gleiche. Alte Lampe raus, hier auch wieder, dass der Zacken hier nach oben ist und dann einfach reingesteckt. Zack, wieder verbunden mit dem Strom und auch hier das Kabel reinlegen und dann kommt der Deckel wieder drauf. Ja, und dann ist das schon relativ einfach erledigt. Dann können wir das Ganze schon wieder ins Auto verbauen. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber das ist ein Lichtunterschied und das Fernlicht ist auch dreimal besser als das normale Halogenlicht. Mega geil, wirklich mega gut.
Wir blenden euch jetzt gerade mal die Fotos ein, die wir gerade gemacht haben mit der also mit den Frontlichten. Und wir haben es ja wirklich gemacht. Auf der rechten Seite LED, auf der linken Seite H7. Ich gucke nach hinten. Halogen. Halogen. Also man sieht wirklich den Unterschied. Es ist noch hell. Wir versuchen natürlich im Dunkeln das auch nochmal zu machen. Und ich wollte Stefan überreden, dass der jetzt so weiterfährt. Der hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Also, na gut, mach die andere Seite auch noch. Auf der linken Seite, also auf der Fahrerseite, ist es natürlich genau das gleiche wie auch auf der Beifahrerseite. Ist nicht anders, also zwei Schrauben lösen. Wir zeigen euch das jetzt nicht alles, denn das schraube ich jetzt schnell. Und dann ist das Thema auch ruckzuck erledigt. Scheinwerfer haben wir doch nicht ausgebaut, denn auf dieser Seite geht es dann doch relativ einfach. Man kommt da eigentlich ganz gut ran. Dieser Stecker hier, der ist ein bisschen biegsam, somit kann man den einfach ein bisschen an der Seite drücken und dann passt das schon. Ja, also von daher auch eine ganz einfache Geschichte. Der Einbau ist vollbracht. Bei Osram sagt man, der Einbau ist für ja, sehr einfach gehalten und das kann ich auch nur bestätigen, denn es ist nur einmal raus die Lampe, wieder rein die Lampe. Das kann wirklich jeder Laie, also das könnt ihr ruhig selber, wenn es da, wenn sich da keiner, ich sag mal, einer das nicht zutraut oder sowas, dann gibt es sogar noch eine Anleitung dafür auch noch, also das ist alles kein Problem. So. Lichter sind verbaut, ihr habt es gerade noch mal gesehen. Ich habe extra die Aufnahme in 4K gemacht, damit ich es ranzoomen kann. Ich hoffe, es hat funktioniert. Inwiefern wir jetzt damit zufrieden sein werden, das werden wir euch natürlich erst in den nächsten Wochen sagen können. Aber jetzt vom Licht her. Also der erste Eindruck war top, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall ein himmelweiter Unterschied und ich kann es auf jeden Fall schon so weit empfehlen, dass man sagen kann, dieses gelbe Licht, was so ermüdend in der Dunkelheit ist, ist auf jeden Fall weg, denn es ist blankes Weiß. Jetzt die Frage, die ich natürlich als nicht ausgebildeter Journalist dem nicht ausgebildeten Techniker frage. Was kostet denn so einmal so eine Packung mit zwei H7 LED-Lichtern? Genau, also eine Packung liegt so um 100 Euro beim großen A. Das verlinken wir euch mal in der Videobeschreibung in der Infobox, so heißt es auch, genau. Ja, also das heißt, es geht für zwei Lichter muss man halt ein bisschen mehr als 200 Euro rechnen, also fürs Abblend und fürs Fernlicht. Aber ehrlich gesagt, bevor ich mir hier irgendwelche zusätzlichen Lampen hier anbastel und so weiter, was es ja auch alles gibt, auch zugelassen als zusätzliche Scheinwerfer, muss ich sagen, ist mir das doch lieber. Und wenn das zugelassen ist, umso besser ist es. Also, besser geht's nicht. Und dann habe ich noch eine Frage, weil das habe ich, glaube ich, bei meinem Polo wäre das gewesen. Brauche ich hier so einen komischen Adapter-Computer? Ich habe davon keine Ahnung. Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar gibt es noch für diese Osram-Leuchten ein CAN-Bus-System. Denn wenn so eine Lampe ausfällt, dann muss sie in Fahrzeugen, die ein Überprüfungssystem haben, also sprich, ob die Lampe ausgefallen ist oder nicht, muss sie das auch anzeigen können. Und dafür gibt es extra einen CAN-Bus-Adapter, der dann zwischen die Steckung, also zwischen die Verbindung vom Fahrzeug, zwischen die Leitung und dann der Lampe noch gesteckt wird. Dieses ist hier beim Ducato nicht notwendig, denn er hat auch keine Lampenausfallerkennung. Also ist das kein Problem. Wie könnt ihr das erkennen? Das kann ich euch jetzt erklären, indem ihr einfach bei eurer normalen Lampe einfach mal eine Lampe rausnimmt. Weil dann müsste das System ja erkennen, ob da was ist oder nicht ist. Das ist richtig. Aber Osram schreibt es auch. Also die sagen dir auch genau, was du für dieses Fahrzeug brauchst. Das heißt, du brauchst bloß auf die Seite gehen und dann wird das dort auch beschrieben. Also Einbau ist sehr einfach und die Einfachheit ist auch, weil natürlich kein zusätzliches Modul verbaut werden muss. Das soll es gewesen sein. Wir werden euch jetzt noch eine schöne Szene zum Abschied zeigen. Das heißt, im Dunkeln, so meine Hoffnung. Entweder auch, es kann auch sein, dass es im Regen ist und im Gewitter. Das wurde nämlich jetzt angesagt. Yippie. Aber wir werden das für euch machen. Wir werden euch eine schöne Abschlussszene sehen, damit ihr das Licht einfach genauso genießen könnt, wie Stefan das jetzt die nächsten Wochen, Monate genießen genau. wird. Und für den eigentlichen Bericht müsst ihr dranbleiben. Das heißt, die nächsten Videos werden das mit Sicherheit ab und zu auch mal zeigen.
In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.